Denn ich glaube nicht, dass ich das taktisch so hinkriege. Dass ich die alle ausmerze. Oder? Na gut, wenn ich genug Kreuzer hätte, dann schon. Aber mit den paar, die ich habe, wahrscheinlich eher nicht. Ja, das ist halt so das, was mir echt derzeit so am meisten auf den Sack geht. Der scheiß Beppo mit seinem ewigen Gedöns. Ist so. Mit seinen 100.000 Millionen 30 Ultralisken. Macht das Sinn? Also in diesem würde ich halt Goliaths bauen. Um ein bisschen Luftabwehrgedöns zu haben. Ich glaube, das mache ich auch. Gott, mir da ein WBR-Promo macht aus irgendwie komischen parasitären Gedönsdinger. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So. Und Gas sollte... Oh, wollte ich ja auch eigentlich einnehmen, ne? Konzentriert wie eh und je. Er hat halt Wächter. Wächter sind doof. Wächter sind wirklich ein bisschen doof. Mit Bodeneinheiten und so. So. Wir haben auch noch gar nicht unsere Maschinen hier großartig aufgearbeitet hier. Ach, guck mal, jetzt kommt er mal hier vorbei. Ist ja auch ganz toll. Da freue ich mir gleich einen Keks ab oder so. Ich weiß auch nicht. Wie freut man sich denn einen Keks ab? Ja, das wirst du sehen. Okay, hier ist nicht so viel. Kann auch nicht irgendwie hinten rumfliegen oder sowas und dann... Ne, Yamato-Kanone Maximum Gedöns Edition. Ich glaube, das ist auch eher sinnbefreit. Ja, okay. Weil weitere Überlegung ist halt, gut, mache ich halt einen Trupp von den Dingern hier voll. Ja. Warte, bis sie halt alle Yamato-Kanonen abschießen können. Mache dann einfach einen Großangriff. Keine Ahnung, irgendwo. Ne? So, gemütlich durchfliegen. Und dann sagen, hey, listen, hey. Yamato-Kanone auf mein Ziel und fertig ist die Kiste. Aber ich denke mal, das ist nicht so eine tolle Idee. Das ist doch nicht wahr. So. Der braune nervt auch extrem. Orange, ne? Mit mal halt so ein bisschen Fluggedöns ist halt... Ja, ist halt anwesend. Kriegt ein Vermerk ins Aufgabenheft, so, er war da. Ist so. Was anderes macht er nicht, außer da sein. Also ich hoffe, dass es hinhaut. Es wird nicht hinhauen, aber hey. Niemand kann sagen, ich hab's nicht versucht. Ja. Ich hab auch immer noch dich. Du müsstest allerdings in Tarnmodus erstmal gehen. Ich mach sie fertig. Da kommt einmal der Ultralisk.
Kommt da angelaufen. Noch alles klar bei dir oder was? Was ist hier los? Tod und Verderben, wie immer. Ghost erstattet Bericht. Ich mach sie fertig. So, dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wahrscheinlich nicht ganz so weit. Ja, der Braune, er muss weg. Das ist wie so ein alter Fisch, der muss weg. Ich mach sie fertig. Ich höre. Das wird eine hübsche Überraschung. Ich höre. Nur auch du Scheiße. Wie kann er mich denn sehen? Hier ist doch nichts. Ach, die Dinger haben Detektoren, ne? Ach, Scheiße. Habe ich nicht dran gedacht. Ja, das ist ja dann auch doof. Machst du extra Nuklearsilo und so was, weißt du? Und kommst bei so einem Zerg schlecht ungesehen rein. Hm. Ist ja nun mal so. Gut, ich werde da gleich einen Angriff starten und dann mal gucken, wie weit ich komme. Ja, erstmal darf ich hier wieder so einen Ultralisken erwarten, den 500.000 Millionen 12. hier. So war. Ach komm. Hier. Roll nicht rum. Commander? Commander? Guten Tag, Commander. Energie. Kurs setzen. Ja, das war jetzt nicht das Ziel, was ich eigentlich gedacht habe. Vielleicht können wir hier so ein bisschen den Weg zu den Gegnern schon mal so ein bisschen ebnen oder so. Ja, ihr mich auch. Hm. Leute, nicht alle hinterherlaufen. Nein. Mach doch nicht immer so eine Scheiße hier. Wo ist denn jetzt hier mein WWF? Da. Schnell reparieren, bevor es weg ist. Ja, es war ein bisschen knapp. Könnte ich natürlich auch nochmal Bunker hinsetzen, aber. Ja, gut, die Minz hätte ich eigentlich dafür über inzwischen. Na, ich bin ja immer noch so ein bisschen geizig. So. Nicht einfach nur als kleinen Puffer zwischendurch, damit nicht immer sofort halt die Panzer auseinandergenommen werden. Wobei, ich gehe mal davon aus, der nächste Ultralisk wird halt von der Seite hier wieder kommen. Ruhfrequenz laufen. Energie. Alles fertig. Hm. Ab die Post. Das war so klar. Und kommt er hier? Was? Achso.
kommt anscheinend nicht hier lang. Sollen wir auch rechts haben, wenn man nicht hier lang kommt. Hauptsache, der Weg ist irgendwann mal frei. Beine. Eventuell kriegen das die Kreuzer ja tatsächlich hin. Auch wenn es jetzt nicht so die meisten sind. Was? Was? Wo? Ach, da. Ja, kannst du gleich reparieren hier. Ach, Bullshit hier. Nicht genug Mineralien. Alles mit dem Buffer hat funktioniert. Es war zwar niemand drin, aber weitestgehend ging der Plan soweit auf. Es hat das bewirkt, was es sollte. Das ist die Hauptsache. Ja. Machen wir keinen Stress hier. Ist ja jetzt auch nicht mehr so weit zum Zerebraten. Dann gehe ich mir mal braten. Nicht gut. Okay, super duper Ding ist weg. Oh, es war ein bisschen knapp. Da kommen wir schnell super duper Ultralisk hier. Ja. Das tut so ein bisschen weh gerade. Alter, wo kommen denn die plötzlich auf einmal alle her? Ganz ehrlich. Die kommen ja plötzlich aus dem Nichts, kommen sie. Die Ultralisk mal wegmachen. Ja, hat nicht ganz gereicht. Okay. Aber das mit dem Kreuzer hätte theoretisch auch schon relativ gut funktioniert. So, hier Mineralien bitte. So. Ich hoffe nur, der Ultralisk kommt jetzt nicht unbedingt hier lang. Ach, guck mal. Hat er noch einen Schuss hier abgekriegt von Dingens und dann reicht das. Okay, also theoretisch schicke ich alle anderen jetzt in den Tod. Praktisch auch. Das geht sowas von los. Es geht wirklich sowas von der Hose. Ich speichere mal ganz kurz. Man könnte jetzt theoretisch halt nochmal, ne, und so. Aber man muss ja nicht. Man kann ja auch einfach damit leben. Und sagen, wie scheiße doch alles ist. Och nö, ne. Oh, sie ist nicht da. Ultralisken. Damit ich wieder nicht so viele WBFs habe hier. Ja. Oh Gott. Nehmen wir bitte alle auf den Wächter da, danke. Da, Wächter. Shit.
Also das mit X, das war wohl nix. Ich baue mich mal auf. Alter, wie schnell die mich auseinandergenommen haben, ne? Ne, das lade ich neu. Sorry, aber das ist... Das ist mir doch irgendwie zu kostspielig. Ist ja so. Also da sind wir ja 5 Meter weit gekommen. Das geht ja gar nicht. Naja. Okay. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Also machen wir das dann doch lieber schön gemütlich mit den Kreuzern. Dann gehen wir die an und sagen dann, hey, listen, hey, wir sind Kreuzer, yay. Oder so ähnlich, ich weiß es nicht. Weil, ne, viele andere Möglichkeiten habe ich jetzt auch nicht. Hauptsache ist, die Panzer stehen hier überall im Weg. Das ist die Hauptsache. Ja, ja. So, ich könnte ja auch noch mal hier was entwickeln, ne? Für weitere Schiffswaffen und Gedönsdingens. Na gut, die Panzer und sowas, die sind jetzt auch noch gar nicht ausgebaut gewesen. Also, das ist natürlich halt auch immer so eine Sache. Aber alles weitere, was hier dann ist, also erstmal zumindest, wäre relativ wumpe. Sobald der Braune da keinen Scheiß möchte gern Ultralisten mehr überschmeißen kann, ist alles okay. Alter, er macht aber auch einen Flächeneffekt, du Halleluja. So, dann noch das. Nebenbei ein paar von denen hier zum Nachbauen. Erstmal. So, und ich würde sagen, wie das dann von hier aus weitergeht, gucken wir uns dann wieder an in der nächsten Folge von StarCraft. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.